Echt jetzt? Ich wusste doch, da kommt noch was. All the party touts. Mama Safe State. Ja. I've just picked up Silas Volkmeyer. My scanner's trying to skip using a teleporter. Hold on, I'll locate his target destination. Von wegen, letztes Level, Saf hat uns verarscht. Ja, richtig. Der kriegt gleich was zu hören. Vorne! Dein Scheiß Hydra, man soll sterben. My beak is gonna appear above a Piscon building any minute now. You'd better get back here, Prototots. You're our only hope of catching him. We're back on the scene and raring to go, Prof. Was? Unser Freund. Jetzt sind wir wieder zu dritt. In den Battlecopter. Ja. Yeah. Logischer Scheiß ever. Put your phone down, Pimple. He's getting away. Wie, müssen wir jetzt verfolgen oder was? Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht die Endsequenz auch vielleicht sein könnte. Weißt du, was ich mich immer noch frage? Ja, genau. Weißt du, was ich mich gerade frage? Hä? Wie kann ein Helikopter? Oh. Cool, jetzt können wir auf ihn schießen. Los, triff mal. Ja, ich schieße ja schon die ganze Zeit. Dumm! Target, lock on! Oh. Wer denkt von uns beiden jetzt geschossen? Abwechselnd geschossen oder wie war das jetzt? Ich auch. Die ganze Zeit gedrückt. Also, ich weiß. Oh Gott, haben wir beide geschossen. Weißt du, was ich mich immer noch frage? Worum geht's in dem Spiel? Ich kenne die Story immer noch nicht. Wir haben irgendwie nur einen unserer Leute da. Ich glaub einfach nur, die sind am Anfang gekommen, haben uns was aufs Maul gegeben und wir wollten uns rächen. Dann gibt's Sinn. Ja, richtig. Rache ist immer das beste Mittel. Ein paar Bösewichten aufs Maul zu geben. Ja, und alle werden sich erinnern den Tag, an dem sie gegen die Battletoads verloren haben. Mit einem Punkt sogar dahinter. Oh. Das war's. Schön. Ja, das war's. Wir kriegen nichts dafür. Na super. Nee. Schön. Ein wahnsinnig einfaches Spiel, was absolut fair gegenüber den Spielern ist, natürlich. Und danach freut man sich natürlich, weil man extrem viele Belohnungen dafür kriegt. Also ihr seht ja Extras und den ganzen Scheiß hier. Und was hast du gerade gemacht? Na, du willst mich kloppen. Ach, komm, einfach so ein bisschen. Wir können auch mal ein bisschen labern hier, während wir gerade das erste Level machen. So. Genau. Unser Resümee. Soll ich anfangen oder soll ich? Ah, ich kann. Also, ich finde, das ist ein sehr schweres Spiel. Also, ohne Save States hätten wir das nie im Leben geschafft. Weil man hat drei Continues und drei Leben. Und auch mit. Und. Ja. Schaut euch mal diesen Modus an. Man kann sich gegenseitig verprügeln. Ja, seht ihr das? Genau. Zack. Wir können uns gegenseitig. Guck mal, wir können uns jetzt einfach packen und in die Lava schmeißen. Da, so. Ich könnte einfach jetzt in die Lava schmeißen jetzt. So, wenn ich ganz böse wäre. Also wenn man jetzt in diesem Modus spielt, dann ist es wirklich böse. Es war ja schon so auf sehr jeden böse, Fall. Ich. Ich sag einfach nur mal das ein Rennlevel und das Level mit dieser Kettensäge. Mit diesem Kettensägen-Maulwurf. Ich fand fast das Kettensägen-Level heftiger. Ja. Weil das Rennlevel, das kann ich mir fast alleine einfacher vorstellen. Ich glaube, alles davon wäre alleine einfach. Aua. Hey, schlag mich nicht. Nee, ich glaube, das Kettensägen-Level ist egal, ob man alleine ist oder nicht. Je nachdem, wann er dich einholt. Scheiße schwer. Was ich aber sehr positiv an dem Spiel finde, jedes Level hat ein anderes Prinzip. Oh ja, das wollte ich auch gerade ansprechen. Also, ja, mein erstes Level, nicht man hat einfach ganz normal hier, laufst du rum, Jump'n'Run, Box and Aua. Also man hat ja einfach so ein geiles Kloppspiel hier, wenn du einfach in dem ersten Level bist. Das zweite Level, ja? Ich hatte am Anfang wirklich Angst, dass es eigentlich hier die ganze Zeit wie ein normales Beat'em Up sozusagen. Wie es zu der Zeit eigentlich oft Brauch war. Diese Double Arcade, Dragon, Power Rangers, mit Arcade oder sowas heißen die, ne? Genau, richtig. Ja, richtig. War ja für Super Nintendo relativ beliebt. Aber was das ändert, erste Level haben wir und sowas. Das zweite Level ging es halt abwärts und auch ein bisschen kloppen. Ach genau, im dritten richtig, genau. War oh, das, genau, da war ja das dumme Rennen. Die Bonus kam können wir auslassen, einfach nur da, wo man ein bisschen herum, was auch immer, was wir gemacht haben.
Oh. Wo man sieht, ich hab nachgeschaut, da hätte man sich Leben holen können. Haben wir aber nicht gemacht. So, hier rüberlaufen, ne? Ja. Ja, genau, du Arsch. Bein hat mich in den Tod gestürzt. ja, danke, du Arsch. So, was soll ich jetzt sagen? Das vierte Level, das war das mit den Schlangen. Das fand ich richtig geil mit den Schlangen. Oh ja, das mit den Schlangen war sehr interessant. Besonders, weil es halt einfach... Wow! Weil es halt auch wirklich, nicht zu schwer, aber... Aber auch nicht wirklich einfach war. Man hätte es nicht sagen können, nee, das Level war auch wieder was für sich. Das fünfte Level, das mit dem Kensing, das war wirklich einfach nur schlimm. Wir mussten ja extra unsere Steuerung umstellen, damit wir das schaffen, im Endeffekt. Au. Naja, dann aber danach ging es ja eigentlich. Aber das hat auch viel wieder mit Erfahrung zu tun. Das kannst du einfach per Reaktion schaffen, mit auf Anhieb oder so. Man musste halt wissen, wann wo was kommt. Ja. Also ich habe wirklich größten Respekt vor jedem, der dieses Spiel auf dem Super Nintendo damals durchgespielt hat. Ohne irgendwelche Action-Replay-Codes oder Super Nintendo? Irgendwie sowas. Wirklich. Was? Ja, sicherlich. Gab es auch irgendwelche Cheat-Module bestimmt. Ich wette mit dir, Christian will das sicher schaffen. Ohne alles. Ja gut, er wird wahrscheinlich so lange spielen, bis er es schafft. Bis er alles auswendig kann. Und wenn er Wochen dran ist. So, das sechste Level, das war halt wieder etwas ähnlich dem zweiten, fand ich. Also, als er noch abwärts ging und den Gegner schlagen. Aber dann dieses Rennen gegen die Ratte. Aber ich fand es interessant mit den Ratten. Mit den Ratten. Willst du langsam töten? Genau, es war... Gut. Ja. Das Rennen gegen die Ratte, das war cool. Kann auch nichts dafür, wenn ich... Und ganz zum Schluss halt diese... eine Dark Queen da, oder wie die heißt. Das war auch cool. Oh, die war an sich eigentlich einfach. Das System so ein bisschen dahinter, wie das geht. Also wenn man weiß, wann die wo schlägt. Und ich habe anscheinend gehen Doppelschläge, haben wirklich doppelt gezählt. Ja, scheinbar. Ich muss jetzt ehrlich sagen, das letzte Level war nicht das schwerste. Das mit der Kettensäge, das war wirklich das schwerste. Dicht gefolgt von dem dritten. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten hat mich alle Nerven. Ansonsten das erste, zweite. Genau. Also das hier, das war nicht schwer. Das haben wir in der zweiten Aufnahme ja direkt auf Anhieb geschafft. Nö, das danach, wo es abwärts ging, war eigentlich auch recht einfach, fand ich. Und das mit den Schlangen war doch nicht gerade schwer, aber halt ein bisschen anspruchsvoll halt. Also diesen Modus. Mit diesem Modus hätten wir sehr viel mehr Spaß gehabt. Wäre. So, Feuer. Ich weiß es nicht. Das auf jeden Fall. Wir haben mehr Saves jetzt, würde ich sagen. Aber wir haben so eigentlich eher ab der. So, ab dem Schlangenlevel haben wir eher mit den Save States so angefangen, ne? Davor haben wir eigentlich nicht so viele gesetzt. Oder? Okay. Ich sag nur unser Rennlevel offscreen und so. Ah ja, jetzt kannst du mal auf dem fünften speichern. So, ich würde mal da vierten speichern, jetzt kannst du mal auf dem dritten wieder speichern. Ja, genau, danke. So, renn du mal besser vor, weil sonst stirbst du gleich. Oder nee, Moment, renn besser nicht vor. Eben weil das passiert. Oh. Na egal. Willst du noch was zu dem Spiel sagen, irgendwie? Na egal, gut. Nein, ich hätte eigentlich alles gesagt. Mir hat Spaß gemacht. Es war ein schönes Spiel. Wir werden ja auch Battletoads fürs NES zusammen Let's Playen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon mal sehr. Mhm. Und da kommt auch der originale Catchy Beat her. Ja, richtig. Freut euch darauf. Das wird lustig. Ja. Ich hätte dich einfach mal Game Over lassen gehen können. Und dann hätte ich alleine weitergespielt. Aber hast du ja nicht gemacht. Ja, Dark Empress, wir haben dich besiegt. Tja, okay. Gockel, wie geht's? Ja, ich würde sagen, das war Battletoads in Battlemania oder so, glaube ich, hieß das sogar mit Untertitel. Ja, richtig. Dankeschön fürs Zuschauen. An alle, die hier die ganzen Rennlevel und die Kettensägenlevel mit zugeschaut haben. Und die anderen paar Levels, die es ja so zwischendurch mal gab, vielleicht auch. Die halt dann immer nur zwei Parts gedauert haben und die restlichen 20 waren halt... Ja, das war's dann. Ich glaube, jeder, der es hier... Tschüss. Genau, okay.